Real Life. Nur im Realen. Wobei das gar nicht stimmt in den letzten Tagen. Ich muss aber halt wieder früh ins Bett. Ich kann das nicht mehr machen. Ich habe die letzten Tage ganz schön schleifen lassen. Du warst wirklich früh, spät im Bett. Ja. Sag ich ja. Spitzjohann, Fischfokus, Lachs, Lachskern im Herbst zu ihrem Geburtsort zurück, um Eier zu legen. Das heißt, dass die Flüsse voll von ihnen sind. Du kannst sie nur im Herbst finden, also schnapp dir deine Angel. Ach, Benni, ich hab den Milchkrug hier hinten bei den Werkzeugen reingetan. Wo hinten bei den Werkzeugen? Was sind die Werkzeugtruhe bei dir? Naja, ganz rechts die Truhe. Halt, am Haus. Das ist die Werkzeugtruhe für dich? Da, wo ich gerade davor stand. Naja, wo die Angeln drin sind, die Sensor. Okay, ich hab Glück, ich gehe angeln. Da, wo es Eisen ist. Kein Schwert mehr. Ich kann dir mein Schwert geben. Ich brauch's ja fast nicht. Hast du die Materialkiste eingelagert? Ich hab das nicht eingelagert. Warum soll ich mein Schwert einlagern? Damit du einen Slot mehr Platz hast. Zum Verteidigen? Verteidigen auf unserem Grundstück brauche ich ja. Ja, hast du's. Bist du jetzt die Kühe und ich tue hier ernten? Ja. Wenn noch was zu ernten ist und du. Nee, du bist noch nicht durch. Weintrauben. Ich habe nur den Anfang gemacht. Wir haben sogar richtige Weintrauben hier angebaut. Ja, ja, ich habe von allem 15 Stück oder so angebaut am Anfang. Was wir diesmal aber nicht sortiert. Nee. Oder wild durcheinander. Ja, die Weintrauben halt so, dass das, ne? Du hättest ja auch eine Reihe aus Weintrauben machen können. Wäre ja auch gegangen. Oh. Ach, die Schocker. Habe ich zu viel Stroh genommen? Kann ich das wieder zurücklegen? Ja. Wie viel haben wir denn an Stroh? Müssen wir mal wiederholen, ne? Ich habe immer wieder zwischendurch abgebaut, aber jetzt nicht viel Stroh gefressen. Also ich habe erst einmal 4 rausgeholt, sonst habe ich noch nie was dahin gelegt extra wieder. Geh doch einfach an das Silo und mach einen Rechtsklick, wenn er dran steht. Wir sollen halt daran denken, dass wir vor dem Winter alles an Gras wegmachen, oder? Weil im Winter steht nichts mehr, oder? Richtig. Wo lagerst du denn die Milch? Habe ich, glaube ich, jetzt in die... Wir machen eine Truhe für Milcherzeugnisse, das geht ja nicht. Für Milch, Käse und... Für Tiererzeugnisse meinst du, kannst du nicht auch bei den Monster mit reintun? So Tiere und Monster in eins? Nein. Monster sind nur 4 Sachen. Das passt doch überhaupt nicht zusammen, das ist doch eklig. Nee, aber Haus dort mit rein, da ist noch Platz oder Haufen. Wir machen das neben dem Stall. Nein. Natürlich. Nein. Doch. Haus sind beim Mobs rein, da sind bloß 4 Slots belegt. Von der ganzen Truhe. So, ich habe jetzt eine gebaut. Oh, Frauen, ey. Chefin wehrt sich dagegen. Ja. Frauen. Ihr seid hier auf meinem Hof und hier wird gemacht, was ich sage. Solange ich meine... Friedenshof, hast du gesagt. Was? Friedenshof habe ich gesagt. Nein, Friedenshof war nie meine Erfindung. Friedenshof war meine Erfindung. Seinem. Und ich habe gedacht, weil er so geknickt war, dass sein Hof weg ist. Oh. Na, sind wir mal nett und nennen das Ding auch Friedenshof. Aber bei mir gibt's keinen Frieden. Bei mir gibt's Zucht und Ordnung. Ernährung ist wichtig. Also pass auf, dass du dich gut darum kümmerst. Versuch ein wenig mehr Gemüse zu essen. So, das wird jetzt weiß. Hey, du hast mir gebracht, weil ich gefragt habe. Sieht perfekt aus. Mal sehen. Hier ist Trinkgeld. Auf einem Pilzlevel. Haufen Pilze. Hat irgendjemand in unsere Pilzhöhle mal wieder reingeguckt? Nein. Ich hab die gestern. Ja. Du hast sie gestern abgeerntet. Darf ich mir für 7.500 die bessere Angel holen? Hol halt. Jo. Ich wollte das aber mit euch absprechen und nie einfach Hälfte unseres Geldes ausgeben und sagen, ja. Deswegen sage ich ja auch jo. Ansonsten hätte ich mich beschwert. Ja, weil Felix meint ja, hol halt. Das klingt so wie. Warum fragst du überhaupt? Mach einfach. Eben. Aber demnächst wollen wir dann mal hier das Gemeindehaus und so, ne? Die Busreparatur mal machen. Immer 10.000, immer 25.000 fehlen noch. Das wäre cool, ja. Dann bringen, ja. Oh, halt, Alter. Ne? Wäre cool. Voll cool, ey. So. Und ich spreng jetzt gleich mal mit der Bombe den Durchgang in der Mine und kauf mir da ein neues Schwert. Und da kann der Ben nämlich sein eigenes wieder verwenden. Was springst du dir? Den Durchgang nach rechts. Ich habe jetzt bessere Fischangel übrig, falls jemand haben will, oder soll ich einfach wieder verkaufen? Kann ich die verkaufen? Legst du bei uns in die Truhe rein, das wäre cool. Warum habe ich eigentlich 2 Angeln dabei? Weil du Akimbo angeln willst. Blöd bin. Wie lange brauchst du denn? Wo läufst du denn lang? Ich würde dir nämlich deine Angel abnehmen, weil ich will nämlich angeln gehen. Ich bin gerade hier unten am Strand. Ich habe ja gerade die neue Angel gekauft. Dann läufst du durch die Stadt zurück?
gerade nochmal. Aktuell noch nicht. Ich war gerade nochmal gucken wegen hier Sachen einsammeln. Alter Simon, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen. Irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Hm, schade. Immer noch nicht. Muss wahrscheinlich wie Angeln Level 10 haben oder so ein Shit. Wer weiß denn, ob es um Angeln geht? Weil es ein Seemann ist. Wer mein Guest, dass es um Angeln geht. Oh, so, jetzt die, bin ich in der Stadt. Jodie hat Geburtstag heute. Wer war denn Jodie? Das ist die steht Frau Vampir, ne? Auf dem Kalender drauf. Das ist die aussieht. Grüne, ne? Die Grüne. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine Linke zu einem gigantischen Etwas wurde. Drache oder so. Bedeutet das irgendwas? Wo bist denn du? Abigail Schrick. Ich bin beim, genau da. Ich bin genau da. Bist du? Kann ich dir nicht geben. Kann ich nicht geben, hier so direkt. Dann halt nicht. Wo ist denn denn seine Frau? Ah, steht doch bestimmt wieder hier hinten. Zweideutig. Ja, die ist da oben drin und liest. Das ist aber nicht die Dings, die Jodie. Wer ist denn die Jodie? Ah nee, das ist die von links unten. Ich hab mich geirrt. Was schenkst du ihr eigentlich? Ich schenke ihr jetzt eine Brombeere. Ich hab mir noch was. Ich hab mir noch was eingelegt. Wer wollte nicht auch schon mal nach Richtung eingeteilt werden? Das ist die links unten, das ist die rechts oben. Oder schenk ihr eine goldene Muschel, das ist glaube ich auch okay. Hör doch mal auf im Müll zu wühlen, du Containerfrau. Ich bin hungrig, wo ist Mama? Die sitzt direkt hinter dir. Was ist los bei dir? Entschuldige, du hast deine Schuhe abgewischt, bevor du rein bist. Entschuldige, ich habe eben erst den Boden gewischt. So, das schenk du mir mal. Aber du bist immer hier willkommen. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Du hast noch kein Alzheimer. Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. So. Ich glaube, deins war besser. Tatsächlich. Ich hätte doch eingelegte Brombeeren holen sollen. Ich hätte dir auch eine abgeben können, aber du wolltest nicht. Ich habe Brombeeren gehabt, ich wollte aber was anderes schenken. Hast du gesagt, dass Brombeeren gut ankommen? Bis jetzt kommen die tatsächlich wirklich gut an bei fast allen, denen ich es geschenkt habe. Oh, nee, das bei allen, die Lachsbeeren, ne? Was eigentlich komisch ist, weil Brombeeren sind ja eigentlich eher Unkraut als Lachsbeeren, aber gut. Aber schmecken besser. Geschmackssache, ich mag Himbeeren tatsächlich lieber. Hier brauchen wir noch ein Dingens. Dingens. Also Brombeeren sind auch nicht okay, aber nicht schlecht, aber Himbeeren sind. Himbeeren sind so yeah. Huch. Und Brombeeren sind so joa. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wer kennt es nicht? Dingens. Ja, komm, jetzt hör mal auf zu bumsen. Ja. Hä? Bumsen? Bumsen? Hä? Wer bumst mit wem? Dingensen und Bumsen. So. Ach so. Ich hab grad noch einen Smart. Ich glaube, ich werde nach Stardew Valley noch eine halbe Stunde Magic dranhängen, wenn es dann wieder geht. Dann kann ich dir wirklich zugucken und gucken, ob du gut bist oder nicht. Tatsächlich kannst du das, wenn es dann wieder geht. Dann im Chat schreiben, ha, Lumi, voll verkackt, das hättest du viel besser machen können. Ja, das wird er dann tun. Er wird erstmal über mein Deck herziehen. Was spielst du denn für ein Deck aktuell? Das würde mich tatsächlich interessieren. Warte mal, ich kauf mir jetzt was. Warte mal, okay, das beste Schwert kann ich mir nicht kaufen, das ist zu teuer. Ich kann mir aber auch nicht so billig, ne, wobei ich kann nimm, mir auch ich hab dir doch mein kaufen. Schwert hier reingelegt, nimm doch das. Ja, ich du mein's brauchst doch eins. Ich renne einfach weg vor den Viechern. Ich tu fast nein, nie kämpfen. Nein, ich kaufe jetzt eins. Ich kaufe jetzt ein Mensch. Billiges und dann kaufe ich, dann finde ich unterwegs. Kauf ein billiges und nimm das bessere. Und gib mir das billige. Ich brauch's wirklich fast nie. Okay, dann kriegst du jetzt das Holzschwert. So. Das ist natürlich der super billige. Ja, natürlich. Du hast gesagt, kauf, gib mir das billige. Ich hab nicht gesagt das billigste. Ich habe nur gesagt das billige. Und das Billige kann aber auch das Billigste sein. Du hast nicht das definiert, gib mir das Billige, aber gib mir nicht das Billigste. Also ich bin dir also nichts wert. Schönen Dank. Also, das habe ich nie behauptet. Also das Geld des Schwertes drückt nicht meine Liebe zu dir aus. Finde ich schon. Du bist so materialistisch. Und zu dem Deck, ich habe mir jetzt dieses Sub. Oh, wie spricht man das überhaupt aus? Oh, das sollte ich wissen, bevor ich streame. Lotabell hat gerade keine Milch. Okay. Subrolling. Du Milch? Nunani hat auch keine Milch. Nein, ich hab dir doch gemeldet. Ach, du hast die gemolken? Das wusste ich nicht. Haben wir doch ausgemacht. Das kam bei mir nicht so an. Wie heißen diese Dinger? Subrolling? Wie spricht man das aus? Subrolling? Du meinst die Setzlinge sozusagen, diese kleinen Viecher. Okay. Das Deck fand ich total schräg, deshalb bin ich nicht mehr klargekommen. Wie spricht man das denn jetzt aus? Subrolling? Oh, Subrolling?
würde ich einfach sagen, einfach schnell gesprochen im meisten Fall. Einfach so schnell reden, dass es nicht auffällt, wenn du ein bisschen was falsch betonst. Das ist doch gut. Also ich habe dieses Sapling Deck, habe ich angefangen und das mochte ich eigentlich ganz gerne und ich habe das jetzt aber ein bisschen modifiziert, also es ist nicht mehr so, wie es war. Ich mag das gar nicht. Echt nicht? Nee, ich bin damit nicht zurechtgekommen, sondern so langsam, das kam so langsam in die Gänge, dass ich damit nicht zurechtgekommen bin. Ich habe es ein bisschen beschleunigt, aber irgendwie die letzte Zeit ziehe ich einfach überhaupt nicht die beschleunigten Karten, sondern brauche ewig, bis ich anfange. Also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, in der Hälfte meiner Matches verliere ich, weil ich entweder keinen Mana oder keine passenden Kreaturen ziehe. Hm. Also entweder ziehe ich halt nur Mana und habe 10 Mana draußen liegen und keine Kreaturen, oder ich ziehe halt die geilen Kreaturen und habe 3 Mana draußen liegen und denke mir so, cool. Tulu und Esna Star Osne Olnhapa Subt ist Veluxa is Biotulu und Hundu Eet Lobus Nudunol Etten. Scheint eine falsche Krankheit zu sein. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo man Zwergisch lernt? Was? Schwäbisch? Zwergisch, das ist doch da, müsste eigentlich in die Bibliothek gehen, wo wir die ganzen Zwergenschrift von abgegeben haben, oder? Ah ja, ich habe ja auch noch kein einziges Mal mit Gunther gesprochen. Dachte ich. Vielleicht auch mal machen. Mach ich morgen. Ich bin nicht, schon nee, mal ich glaube Zwergisch lernt man woanders, aber da würde ich ja wieder spoilern. Achso, du bist dann da oben. Du bist da oben, jetzt weiß ich, wo du bist. Ich geh trotzdem nochmal zu Gunther dann. Ich glaube, man muss eine gewisse Geode aufbrechen, aber ganz sicher bin ich mir da unten. String Bikini. Gehört? Ja. Geil. Wir wissen, dass du jetzt ein Spoiler-Typ bist. Okay, das Holzschwert ist für Wunden absolut nicht tauglich. Wie soll es sich auch nicht nehmen? Ich hab gedacht, wenn ich jetzt schon mal da bin. Was, bist du eine Mine oder was? Ja. Welche Stufe? 3. Ich bin in der 120 jetzt mittlerweile schon wieder. Ach, sehr gut. Ja. Dankeschön. Ich habe nochmal Stoff schön bekommen, das ist voll gut. Habt ihr den Stoff woanders hingeschmissen? Welchen Stoff? Ich hab den jetzt zu den Tierprodukten. Ach, diese Faktruhe da drüben. Ja, vor allem steht die total außerhalb von den anderen. Die steht direkt so, dass man, wenn man bei den Tieren, ihr werdet mir da noch dankbar sein, wenn du bei 10 Tieren unterschiedliche Milch abholst. Ja? Aber wenn du Wolle, wenn du Wolle in diesen Spinngarn, musst du das ja erstmal tüdeln. Ja, dann stellen wir den Spinngarn mal oben drüber. Ich habe eh keine Ahnung, warum in jeder von unserer Wohnung genau ein Spinngarn ist. Das ist totaler Schwachsinn. Damit jeder von uns spinnen kann. Machen wir doch eh alle. Ja, das tun wir sowieso schon. Deswegen brauchen wir gar keinen Spinnrahmen. Doch, aber man braucht nicht, das dazu. Du kannst doch nicht irgendwie dreimal Wolf, Schafswolle holen und dann läufst du in 3 verschiedene Wohnungen um 3 verschiedene Spinnen. Nee, es holt einfach jeder Schafswolle nur von seinem Schaf. Auch so ein Schaf, echt. Mäh. Dich würde ich gerne mal scheren, Ben. Mäh. Und jetzt kommt gerade das Hintergrund-Ding. Ich wollte noch was einlegen, stimmt. Das wollte ich, glaube ich, gesucht. Nur noch mal was zum Einlegen hier. Bei den Mineralien jetzt übrigens alles. Wie viel Amaranth muss man abgeben? Wir haben schon Amaranth. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich nur einen, oder? Redet mit mir. Nee, mit dir will keiner reden. Was ist denn los mit den Mineralien? Bei den Mineralien heben wir jetzt immer bloß noch 6 Stück auf. Oder die brauchen wir doch, um Sachen zu bauen. Bei den Mineralien, nicht bei den Edelstaren. Achso, ja. Alles oben drüber wird weggehauen. Also. Alle klar. Alle klar, dann Chef. Eigentlich schlafen, Geschäft. Arbeitszeit ist vorbei. Ja, ich habe jetzt ein Stream-Maskottchen. Ein Stream-Maskottchen? Ja. Inwiefern? Ich habe jetzt meinen Frosch, der nur noch ab und zu Töne von sich gibt, auf mein Mikrofon gesetzt und das Mikrofon neben mir im Bild sichtbar ist, habe ich quasi neben mir im Bild jetzt den Frosch sitzen. Süß. Das könnte ich bei mir eigentlich auch machen, weil ich habe an meinem Mikrofon habe ich einen Küken hängen. Das sieht man aber nicht, weil ich das Mikrofon 41, ne? eingeplant habe. Ich bin schon im Bett. Ja, aber einer fehlt noch. Da fehlt noch jemand. Oh, 51, ey, gerade so geschafft. Du hast es halt spannend gemacht. Neues Herstellungsrezept, Schleimeierpresse. Neues Herstellungsrezept, Knoblauchöl. Schleimeierpresse?
Ja, daraus okay, das kann ist man dann einfach schon später Schleimöl machen vom oder so. Kämpfen wahrscheinlich und so, ne? Du kannst ja später auch eine Schleimfarm anbauen. Die siehst du aber auch schon Ja. kaufbar bei Robin. Die habe ich Die ich schon aber gesehen, ja. ich total sinnlos finde. Also wir können sie gerne bauen, aber ich habe nie verstanden, was man damit macht. Zuerst bauen wir, wenn überhaupt, den Pferdestall, ja. Oh ja. Dazu brauchen wir aber 100 Hartholz oder sowas, ne? Dann Und sollten wir wirklich 10.000 Gold. regelmäßig. Dann leg doch mal, dann lass uns doch mal Äxte tauschen. Dann gehe ich einmal am Tag links unten hin und kaufe Ola Holz. Kann ich auch machen, müsst ihr halt nur dann die. Müsst ihr das auf Das können wir dem machen. Dings nicht machen? So. Die Geister sind heute Ich habe gut drauf. Ich denke, du ein wirst ein wenig extra Glück haben. Ich sollte also ein bisschen angeln wahrscheinlich. Ich habe gebratenen Tintenfisch Es wird von Joey wolkig mit gekriegt. Windböen den ganzen Tag hindurch. Gebratenen Tintenfisch. Vor allen Dingen, Benny, sollst du erstmal nach unten gehen und Ja, Kartoffeln zack. ich gehe Wo jetzt kommen da die runter und ihr Pilze? müsst hier halt alles andere schmeißen. Schon dabei. Wo kommen die Pilze? Links unten. Hab ich sie jetzt rein. Ich weiß nicht, wozu man sie Ja, sonst da haben hinlegt. sie die ganze Zeit schon reingetan, Links links unten ist unten. die Kiste für alles, wo wir keine Ahnung Übrigens, haben, wo wir sie die machen. roten, die können wir eigentlich fast weghauen, ne? Also bis auf die mit Sternchen. Weil die sind ja eh tödlich. Und die Lila müssen wir aber aufheben, weil die geben richtig gut Energie. Da kannst du Nein, fast wir das. heben die aber doch nicht auf, weil wir sie essen wollen, sondern weil wir sie für Quests brauchen. Für welche ganzen Quests brauchst du die Zeit? Zähl mal auf. Glaube ich, du Du hast kannst ja alles in manchen. Quests kriegen, oder? Alles kannst du in Quests bekommen. Ja, aber du brauchst nicht fünf todbringende Sechs. Pilze. Sechs Der Pilze. Schweinezirkus ist wieder da. Was hat denn diesmal? Ein Mohnmuffin. Hat einen beruhigenden Effekt. 150 Energie, 60 Gesundheit. Kostet 750. Nö. Tulpen. Ein Sandfisch gibt's hier. Den können wir aber nehmen, da wir den eh noch abgeben müssen. Darf ich den kaufen für Was? 600? Willst du nicht angeln? Das ist. Ja, ich habe ihn bis jetzt Mach. nicht geangelt gekriegt. Das ist ein Spezialfisch halt. Mach. Kannst du dann kaufen? Okay. Kokosnuss, Höhlenkarotte, Forellenbarsch, den habe ich schon. Pflastersteinpfad, pinke Torte gibt es hier für 1920. Niedlichen Stuhl, Sammlervogelscheuche, Heiratsring. Die Sammlervogelscheuchen brauchst du nicht für die Steam-Errungenschaften. Gibt's nur mit, nehme ich nur halt ganz selten die Teile. Ja, zumindest die Schneemann-Vogelscheuche scheint es öfter zu geben. Aua! Ach, jetzt habe ich natürlich kein Schwert und ich bin hier. Ich sterbe jetzt, wenn ich hier nicht rausgehe. Warte. Ich kann nicht ohne Schwert da reingehen, da gibt es ja Haufen Zeug. Ich komm mit, warte. Bin schon unterwegs. Dann angel ich nochmal kurz. Ich werde mir ein neues Schwert besorgen von der Mine. Nimm doch mein Schwert jetzt verdammt nochmal. Hab ich ja schon, aber ich meine dann für dich. Hasi. Denk Quasi. doch Hupsi, weiter. Mausi, Schatzi, Bärchi. Ja. Du bist so cute. So, bin da, Benny. Oh, okay. Bop, bop, bop. Bist schon drin? Ja. Komm rein, ist alles frei. Nee, die Pilze ist nicht mitnehmen, die hier rumstehen. Das hab ich doch schon. Achso, einen hast du vergessen, habe ich gerade genommen. Achso. Siehst du, der Levis braucht einen gewöhnlichen Pilz für ein Gericht. Kannst den roten Pilz direkt hingeben. Gib's ihm den Giftpilz für ein Gericht, das ist auch nett. Hier, Levis, koch damit! Eventuell sollte Ein man nicht den süßer roten Apfel. Pilz dort geben. Ja, das war's. Es ist gewöhnlicher Pilz, Sehr ist aber schön, glaube ich danke. auch ein spezieller Pilz, oder? Von dem. Weiß ich nicht. Willst du hier unten noch weiterbleiben? Ja, die respawnen aber eigentlich nicht. Okay. Soweit ich Ansonsten weiß. schmeiß einfach. Oder renn weg. Ja. Aber Das mache danke. ich manchmal in der Mine auch. Wenn ich keinen Bock auf Schreien und Slimes habe. wegrennen. Nee, wenn ich keinen Bock auf Slimes habe, renne ich einfach außen rum. Okay, ich habe, glaube ich, gerade einen 1 Meter großen Karpfen gefangen. Oh, läuft. Tragbar erheben. Bin schon dabei. Schlepp dich ab. So, jetzt hier Konzentration, dass ich nicht wieder in der Mine sterbe. Kleine Hände. Kleine Kinderhände nehmen Plopp. schöne Schuhe. Schon wieder ein Karpfen. Das ist so fies. Was? Von Deichkind? Ja. Aber wahr. Ja. Meine neuen Sneaker sind leider geil. Felix wird nebenbei also Deichkind, wenn er mit uns spielt. Nö, ich habe das letztens gehört, weil ich ja mit dem Bus zur Zulassungsstelle fahren musste. Ich musste mit dem Bus fahren. Schrecklich, ne? Ja. Wie das gewöhnliche Pöbelvolk. Genau. Das ist ja ekelhaft. Ja, aber sowas von. Socks.
die sich kein Auto leisten können. Konnte er ja auch nicht mehr anscheinend. Ja, was heißt, konnte ich nicht mehr. Der TÜV hat gesagt nein. Ja, ich habe jetzt neues. TÜV hat gesagt nein. Leider geil. TÜV hat gesagt nein. TÜV hat gesagt nein, Mann. Das kann nicht mehr fahren. Eisenerz habe ich im Müll gefunden. Lass es bitte stehen. Komm schon, Alter, fahr ein bisschen Fahrrad. Mein Auto ist sparsam. Eigentlich auch witzig, dass ich der absolute Fahrradfahrer und öffentliche Verkehrsmittelnutzer bin, aber in Vorsa nehme ich halt die teuersten Karren und fahre damit hin. Und ich nehme die ältesten. Oh nein, ich wollte gar nicht runter. Hast du eigentlich mal den Radsturz verändert? Das ist auch geil. Du meinst, dass sie dann schräg stehen? Habe ich nicht wirklich gemacht, nee. Ja, ich habe das letztens mit dem BMW gemacht. Ich fand das ziemlich geil. Also du hast so ein bisschen Grip gehabt. Bei den Ami-Kauen, die ja eigentlich sonst wegdrehen, durchdrehen. Ich habe eher am Abtrieb und so gearbeitet. Dunklen Autofantasien aus in Forza. Tatsächlich kann Forza echt coole Sachen simulieren. Oder Alter, einstellen. Machen die Dinger Schaden? Das kann doch nicht sein. Doch, merkst du doch. Zeit, dass ich ein paar Levels abkriege. Wir sind einfach zu, dadurch, dass man zu zweit ist, viel zu schnell so tief gekommen irgendwie. Ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr die Artischocken wirklich erntet, ne? Und die Mais habt ihr auch nicht geerntet, wenn ich nicht alles selber mache. Ich hab Mais geerntet, ich hab so viel Mais geerntet. Ja, aber anscheinend nicht alles, weil hier oben ist noch Mais, den ich geerntet war, direkt unterm Haus. Okay. Da ist mir was entgangen. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. I'm sorry. Direkt unterm Haus. Wie schlimm. Ich hab's nicht gesehen, es tut mir so leid. Mir tut's überhaupt nicht leid. Das ist, glaube ich, dir glatt. Ich habe echt mein ganzes Geld nie durch Farm wirklich gemacht in dem Spiel. Also ein Teil schon, aber. Und bei mir war es eine gesunde Mischung aus allem. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gemacht in diesem Spiel. Behauptest du jetzt? Ja. Einfach so. Ja. Das ist interessant. Der Barsch, der 1 Meter lang ist, ist erst ein Silberbarsch, ne? Benni, du hast irgendwas vergessen. Ha! Das hab ich nicht vergessen. Genau. Senfkohl. Ich war ja auch nicht zuständig für den Quatsch, ja, muss man zu meiner Verteidigung sagen. Aber das ist doch schön, dass wir zu dritt sind. Wir ergänzen uns alle ganz wundervoll. Ergänzen, erschmänzen, du sollst deine Arbeit erledigen. Ich versuche den Friedenshof so ein bisschen zu etablieren, ja? Was macht ihr wieder? Was ist los? Den Frieden zu etablieren? Ist der noch nicht etabliert gewesen? Den Frieden etablieren zwischen uns, als ob wir Frieden hätten. Das hört sich ja niemand zu. Vielleicht hört deswegen niemand zu, weil wir nicht genug streiten. Wir müssen mehr Beef machen. Wir brauchen mehr Beef. Warum liegt hier eigentlich Holz rum? Warum hast du eine Maske auf? Blas mir doch ein. Das hatten wir schon mal. Wie soll das gehen? Das letzte Mal, wo das genau so ablief und du diese Frage dann gestellt hast, ist das mies am Nachbearbeiten. Man erinnert sich besser an solche Gespräche. Wenn man es sich zweimal antut. Da hat Ben gesagt, dass Oralverkehr auch bei Frauen geht. Ich habe es mir auch wieder auf der Zunge liegen gehabt, aber ich habe es mir verkniffen. Dass wir nicht das exakt gleiche Gespräch noch einmal führen. Ja klar gibt es das, aber so ungefähr. Blasen geht nicht bei Frauen. Also klar, kannst du auch reinpusten. Ja super, es kommt aber kein Ton zum Mund raus. Oder ist das eine Blockflöte, wo ich unten, wenn ich einen Arf dazu halte, einen anderen Ton rauskommt? So. Musst du mal versuchen. Ein bisschen Druck auf den Bauch machen, ob das einen Ton gibt. Oh Leute. Das wäre dann, Dudelsack. Oh Leute. Ich will hier raus. Ich finde die Gespräche super. Ich habe gesagt, dass ich jede Woche mit euch spiele. Du wolltest eigentlich nur mit mir spielen. Wenn wir schon dabei sind, nächste Woche muss ich es wieder auf Mittwoch legen. Oder wird das einmal ausfallen? Ja, wie du magst. Also Mittwoch kann ich, aber donnerstags nicht. Nächste Woche. Das ist momentan ein bisschen durcheinander bei mir alles. Mittwoch? Nee, doch. Mittwoch habe ich Frühschicht zum Glück noch. Ja, da kann ich. Kannst du da, Ben? Ja, kannst bestimmt irgendwie einrichten. Okay, super. Dann machen wir nächste Woche Mittwoch. Dann weiß es der Felix dieses Mal auch. Der hat dich wohl auch gestern angeschrieben. Ja. Nein! Ganz verzweifelt. Dieses scheiß Drecksviech! So wieder gestorben. Alter! Lumi, ernsthaft. Alter, was soll denn die Scheiße? Guck doch mal auf deine verdammten Lebensbalken. Ich hatte noch genug und es hat mich in so eine Ecke gehauen und... Leicht.
Vielleicht verwechselst du rechts mit links. Oh Mann! Anscheinend. Du hast jetzt verloren. Ja, ich will es gar nicht lesen. Ich will gar nicht weiter. Ich bin ja auch gerade in der Mine, da auch rede ich das wieder. Es gab irgendwie 800 Gold, die wir verloren haben, auf jeden Fall. Ja. Das ist weniger Gold als letztes Mal. Die Gegenstände sind viel schlimmer. Hast du noch alle Werkzeuge? Okay, diesmal habe ich zumindest mein Schwert noch. Das ist schon mal was. Und sonst irgendwie was verloren? Ja, einmal mit Profis arbeiten. Was ich gefunden habe, aber nichts Relevantes. Einmal mit Profis. Oh, ich habe eine Megabombe. Wenn du nervst. Gut. Es ist ja nicht so, dass ich mich scheiße genug fühle. Und dann hast du verdient. Die Mine. Also wieso komme ich in die Mine? Ich verkaufe ein paar Sachen und dann haben wir wieder Geld. Lumi, schick doch Benny mal in die Mine. Ja, soll er selber mal hingehen. Ja. Sich den Arsch aufreißen, um Barren für Sprinkler zu besorgen, ja? Mach du das mal. Wir brauchen doch gar keine Sprinkler mehr aktuell. Wir haben alles bewässert mit Sprinklern. Später brauchen wir welche. Wir brauchen die Qualitätssprinkler. Die haben wir doch. Wir können sogar noch welche bauen. Die Überqualitätssprinkler. Du meinst die Iridium-Sprinkler? Meine Güte, drück dich doch mal ordentlich aus. Nervt mich nicht. Ich bin eh schon angefressen. Nervt dich so viel ich will, ja? Das Recht habe ich mir verdient, indem du mitspielst. Ich kann dich jederzeit muten. Mach doch. Du bist angefressen? Ja, ich habe mit Felix. Hast du dich mit Axe hier Schokolade eingesprüht? Ha, ha, ha. Flachwitz incoming. Wie sie halt hier steht und halb geschlossene Augen hat. Wo bist du? Mikrofon deaktivieren. Jetzt ist lustig, Felix. Mehr, jetzt hörst nur du mich. Ja, und diese Ruhe. Diese unendliche Ruhe. Angeblich. Ist das schön. Ich hätte ja wirklich für sie 250 die scheiße Holz gekauft, anstatt einen Silbersäbel für 750 oder so zu nehmen. Ja, oh Ben. Mann. Jetzt habe ich dich gemutet. Denkt sie. Mir gibt's. Ja, was ist denn vergleichsweise ruhig jetzt gerade bei mir. Das ist ja weniger. Keiner, der mich disst, keiner, der mich hatet. Kein Geflame. Ach hier, ich habe 29 Slime erledigt. Das ist herrlich, das ist wie Urlaub. Aber Benny hat dich. Wenn er mich nicht gemutet hat, hört er mich trotzdem. So, ich entmute ihn jetzt auch wieder. Ich kann ihm ja nicht lange böse sein. Oh, wie süß. Hallo, Ben. Einmal mit Profis arbeiten. Ich mute dich gleich sofort wieder instant. Also dachte ich eigentlich, du bist smart genug, um mir dann Sprachnachrichten zu schicken. Also Chat-Nachrichten. Nee, da müsstest du irgendwie raustappen und lesen. Oder ich müsste bei dir in den Stream gehen. Pff, viel zu viel Aufwand. Nö. Ach so. Ich wusste nicht, dass ich hier chatten kann. Natürlich. So. Wusste nicht, dass man hier chatten kann. Smart ass Lumi, weißt du was? Was? Du wusstest nicht, dass man hier chatten kann? Nee. Aber bis jetzt keinen Grund zu chatten. Profis arbeiten. Ja. Danke, Felix. Ja, ich kann die wichtigen Sachen, die kann ich. Der Hate ist strong. Oh, fuck. Oh, bist du nicht auch noch sterben? Nein. Ich doch nicht. Kolbosch. Es wird spät. Dass ich so blöd bin. Ich bin in der 114 und jetzt wird es 0 Uhr und ich werde es nicht mehr schaffen. Naja, nicht. Also der gewöhnliche Pilz ist tatsächlich ein besonderer Pilz. Das ist nicht einfach irgendein Pilz, sondern das ist der gewöhnliche Pilz. Der heißt gewöhnlicher. Der lilane. Nee, der braune, oder? Der gewöhnlich halt, ein brauner, ja. Ach, aber den haben wir auch häufig, also das ist nicht das Problem. Das ist ja auch ein gewöhnlicher Pilz. Du bist auch so gewöhnlich. Ich brauche mal eine Rückenmassage, ey. Musst du dir halt jemanden anlachen. Eine Rückenmassage? Warum? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist die beste Frage auf so eine Ansage. Einfach, weil es das bringt. Na, auch Felix, da musst du sagen, weil ich dich so lieb habe. Nee, weil du mich so lieb hast. Nee, jetzt kam gerade als Antwort, machst du bei mir, Olli. Ja, siehst du? Ich hab eben halt nicht aus Iridium bei Monsterschlachten geformt. Sehr schön. Das wird deine Freundin so beeindrucken, dass sie dir eine Rückenmassage gibt, garantiert. Schatz, ich habe einen Iridiumborn in den Höhlen gefunden, da kriege ich doch bestimmt eine Rückenmassage, oder? Erst sie haben zwei. Ihre haben. Erstmal ihre. Hm.
Nö, hat sie recht mit. Oh, fuck, 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 fuck. Ist übrigens spät. Oh, ich hab's gerade noch so geschafft, wenigstens ins Haus. Das penne ich bei der Lumi auf dem Boden. Auf der Treppe, gerade so im Korridor. Gerade noch zur Tür reingeschafft. In die Tür reingefallen, auf dem Boden schlafen. Ich kann, Aber vielleicht, warum behalten. Haben wir von Tigerauge und sowas schon 6? Stimmt. Wolltest du 6 von dir behalten? Stimmt. Ich habe Spitzhacken-Effektivität und ich habe ein Herstellungsrezept. Ich kann umwandeln und zwar von Silber in Gold. Waren. Ich jetzt auch. Gut, dass Felix mir nicht auf die Frage antwortet, weil ich glaube, der hat verkauft. Ja. Was denn? Ob wir von Tigerauge und so weiter schon jeweils 6 Stück haben, weil die wolltest du doch aufheben. Nein. Ich wollte sie aufheben. Nein, Felix hat auch gesagt, wir heben von den Sachen 6 Stück auf und den Rest verkaufen wir. Ja. Was denn?